Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Good morning in the morning und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr wundert euch, wo ich hier stehe. Ich stehe in meinem Bad in Kapstadt, denn ich möchte das Video mit einer Roomtour starten. Ja, hier kommen wir rein und dann ist hier gleich linke Hand das Bad. Es ist ein ganz einfaches, aber sehr sauberes Bad mit einer Dusche. So, hier seht ihr jetzt mein Einzelzimmer, was ich gebucht habe. Und zwar hat es 350 Euro gekostet und es hat 4 Betten, aber ich habe es ganz für mich alleine. Ich schlafe hier oben, das hier unten benutze ich als Kleiderschrank und hier habe ich eine verschließbare Gepäckaufbewahrung. Da habe ich mein eigenes Schloss mitgebracht. Wenn ich losgehe, wird das verschlossen und so ist alles ziemlich safe. Und hier aus dem Fenster ist jetzt nicht der schönste Blick, aber ich bin ja auch nicht hier, nur nachts. Ja, für mich reicht's. Ich bin nur zum Schlafen hier. Es ist jetzt in Kapstadt von ca. 5.30 Uhr bis 19.30 Uhr hell. Das heißt, ich stehe früh auf. Es ist jetzt auch erst 6 Uhr und ich komme erst spät zurück und zum Schlafen. Super. Einen besseren Preis, glaube ich, werdet ihr hier nicht finden. Ja, heute habe ich erstmal gar nichts geplant, außer Schule. Kommt ihr mit zum Frühstück? Na dann, let's go! Ich habe mein Frühstück bekommen. Das ging heute echt rucki-zucki und schaut mal, wie lecker. Das ist hier so ein typisches Frühstück, reicht mir auch völlig aus. Ausgerechnet, wo ich YouTube heute mitnehmen will, regnet es, aber egal. So, jetzt kommen wir gleich an den Green Market. Der wird jetzt momentan aufgebaut. Gegen Mittag ist dann hier schon mehr los. Das liegt jetzt alles auf dem Weg zu meiner Schule. Auf dem Weg zur Schule hole ich mir meistens noch ein Getränk. Es gibt kostenlos Kaffee, Tee und Wasser und das Wasser schmeckt immer so ein bisschen nach Chlor. Und daher hole ich mir immer noch einen Saft oder so dazu zum Mixen. Meine Schule ist wirklich hier direkt im Zentrum, ungefähr 200 Meter von hier, in der gleichen Straße. So, hier ist so ein kleiner Market. Da hole ich mir immer meinen Saft. Good morning!
Saft habe ich. Hier gibt es immer noch ganz leckeres Obst und Gemüse. Hier geht es zur U-Bahn, die soll sehr gefährlich sein. Ich fahre meistens Uber und die Hauptstraße hier ist für mich auch sehr gefährlich. Eine Art Überlebenskampf, denn die Autos kommen von der anderen Seite. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Übrigens fühle ich mich hier nicht wie in Afrika. Ich habe immer das Gefühl, ich bin in Brasilien. Afrika ist für mich, naja, so wie Tansania halt. Überall ist Polizeipräsenz, weil es so gefährlich ist. Hier gibt es leckere Smoothies und Müslis. Und jetzt bin ich gleich an der Schule angekommen. Das ist die U-Bahn-Station hier inmitten der Stadt. Und überall sind diese Public Sicherheitskräfte zu finden, nicht nur in den Wagen, die sind heute nur, weil es regnet da drinnen, ansonsten laufen die hier wie auf einem Catwalk hin und her. Ich bin angekommen, hier ist meine Schule in der 7. Etage. Ich brauche einen Chip, um hier reinzukommen. Fahren wir in die Nummer 7. Ihr seht hier links und rechts die Klassenräume. Was ich immer toll finde, ist, die sind hier so gerade raus. Ne? Ich komme hier rein und sage, oh ja, na guten Morgen, ich finde deine Schuhe toll. Okay. So, und jetzt mache ich mir noch einen Tee und dann können wir starten. Hier ist auch eine Lounge draußen, aber heute regnet es, hier ist keiner. So, die Schule ist jetzt aus. Ich probiere es jetzt mal mit dem Busfahren aus. Ich will nach Camps Bay. Ich musste mir hier eine Fahrkarte kaufen, die ist ähnlich einer Kreditkarte. Der Bahnhof ist verglast, mit Sicherheitsschranken versehen. Und ja, man kommt nur rein, wenn man so eine Karte hat. Und da oben kann man dann lesen, wie die nächste Station heißt. Ich bin in Camps Bay, da ist der Lion's Head und da ist ein schöner Strand, aber heute ist richtiges doofes Wetter und hier hinter mir schaut man die schönen Berge, aber ich gehe jetzt erstmal an den Strand mit euch. Mega Wellen sind hier. Ich habe mich gerettet. Ich bin in einem netten Restaurant. Kann ich gleich zu Abend essen. Und wenn es aufgehört hat zu regnen, dann geht es weiter an den Strand. Einmal Chicken Wings. Und einen leckeren Kaffee. Und jetzt scheint schon wieder die Sonne. Muss ich machen. Sonst fängt es wieder an. Da habe ich wieder mal ein Tier entdeckt.
fragt mich, was es ist. Ich weiß es nicht. Das Wetter hat wieder ein bisschen aufgeklärt und es ist wirklich, wirklich schön hier. Das habe ich so ein bisschen vermisst in den letzten Tagen. Seid ihr alle fit? Wir gehen jetzt den Berg hier hoch und schauen uns das Ganze mal von oben an. Los geht's! Es ist richtig windig. Ich hoffe, ihr hört mich. Und der Sunset wird immer besser. So, jetzt klettern wir wieder hier runter. Geht's wieder zurück zur Bushaltestelle. Wir können leider nicht den schönen Sonnenuntergang anschauen, weil es einfach zu gefährlich ist mit dem Bus im Dunkeln, also mit dem Busfahren vielleicht nicht im Dunkeln, aber ich muss jetzt von der Bushaltestelle ja noch zum Hostel laufen und darum muss ich jetzt schon los, denn im Dunkeln darf ich hier nicht unterwegs sein. Schade, so ein schöner Sunset. Schaut euch doch mal das schöne Licht hier an. Wartet mal, ich drehe mal um. Da ist der Tafelberg in dicken Wolken verhüllt. Tschüss, Camps Bay. Da hinten kommt schon unser Bus. Für den Bus habe ich diese Fahrkarte. Da bucht man halt Geld drauf. Und immer wenn man in den Bus reinkommt, checkt man sich ein. Und wenn man wieder aussteigt, muss man sich wieder auschecken. Und dann wird es so nach und nach abgebucht. So, da kommt der Bus schon. Der fährt jetzt ins Civic Center, wo ich auch hin muss. Dort seht ihr die Scanner sozusagen. Next stop, Lower Gate. Next stop, Kathmandu.